Hallo und herzlich willkommen zu World of Goo. Ja, es wird Zeit für ein kleines Puzzle-Game. Nachdem wir uns in Battlefield ordentlich durch die Leute gemetzelt haben und Leuten Kopfschüsse verteilt haben, wird es Zeit, dass wir uns um kleine, schwarze, klebrige Bälle kümmern. Okay, die können auch später auch andere Farben bekommen, aber... Ja, ein kleines Puzzle-Game. Wie das genau funktioniert, werden wir herausfinden, sobald es losgeht. Dieses Spiel ist 2008 rausgekommen von einem Indie-Developer, 2D-Boy, also würde mich nicht wundern, wenn es die meisten von euch nicht kennen würden. Und jawohl, dann wollen wir auch gleich mal einsteigen, ein neues Profil erstellen. Das ist kein Blind-Let's Play, das habe ich schon mal alles gemacht. Yay! Yay! Goo-Bälle feuern mich an. Kapitel 1. Im Sommer. The Goo-Filled Hills. Die Goo-gefüllten Hügel. Mission Nummer 1. Nach oben. Mit dem Kommentar kinderleicht. Ja, hier haben wir eine kleine Anleitung. Drag and drop to build to the pipe. Ja, dieses Spiel gab es auch schon, bevor es rausgekommen ist, auf diversen Flash-Game-Seiten. Also das Spielprinzip könnte einigen bekannt sein. Im Prinzip nimmt man hier so einen von diesen Goo-Bällen. Ich finde es so geil, wie ihre Augen. Und die Geräusche, wie wenn man die zum Beispiel loslässt. Zu geil, oder? Oder wenn man sie aufnimmt. Okay, genug. Wir wollen jetzt schließlich spielen, ja. Wenn man sie zu weit weg von dem bisherigen Konstrukt hält, dann, wie ihr gesehen habt, fallen sie einfach nur nach unten. Man kann sie auch in der Luft wieder auffangen. Man spielt dieses Spiel komplett mit der Maus. Und sobald sich, ich weiß nicht, ob man das auf Video schon sehen werden kann, aber sobald man sich der bisher bestehenden Struktur nähert, sieht man so ganz dünne Striche. Ja, das sieht man jetzt kaum, aber wenn ich loslasse, bildet sich schon so ein... Ja, bilden sich andere Zugänge zu dem kleinen Goo-Ball, den wir gerade eben aufgestellt haben. Und das können wir jetzt immer so weitermachen, bis wir ganz nach oben oder wohin auch immer bauen, bis wir auf jeden Fall zu dem Rohr kommen, zum Abfluss. Denn das Ziel aller Goo-Bälle ist immer, zum Abfluss des Levels zu kommen. Warum, das werden wir später erfahren. Aber keine Sorge, Leute, es gibt hier keine großartige Story, aber dafür ist das ist der Puzzle-Spaß umso größer in dem Game. Okay, continue. Eine kleine Zusammenfassung, was wir so erreicht haben in diesem Level. Das Ziel war es, 4 Bälle reinzukriegen. Das heißt, wenn ihr zu viele von diesen Goo-Bällen benutzt, die blinken ja, wenn ich mit der Maus rübergehe. Ist ja geil. Ja, wenn ihr zu viele Goo-Bälle benötigt, um ein Konstrukt zu errichten bis zum Abfluss, bis zur Röhre, dann habt ihr es nicht geschafft. Und in diesem Fall musstet ihr mindestens 4 schaffen. Ich habe 11 geschafft. Extra Goo-Balls, also 7 mehr als eigentlich verlangt war. Und ich habe das OCD geschafft. OCD sind immer so kleine Zusätze in jedem Level. Man könnte sagen, sowas wie Achievements, wenn man es zum Beispiel in einer bestimmten Zeit schafft oder mit einer bestimmten Anzahl an Moves schafft, also nur extra wenige Goo-Bälle setzt. Oder wenn man eine bestimmte, sehr hohe Anzahl an Goo-Balls collecten muss. Das ist immer der OCD, aber ich weiß gerade nicht genau, wo man den nachguckt. Vielleicht werden wir es gleich nochmal sehen können. Einen Moment. Vielleicht kann man sich... Genau, Level 2. Vielleicht kann man sich auch das OCD angucken, wenn man das Level schon mal geschafft hat. Ah ja, genau hier. Wenn man mitten im Spiel auf das Menü rechts unten geht und dann kann man auf OCD gehen. Obsessive Vervollständigungskriterien. Ja. Ja, und in diesem Level war das eben mindestens 11 Bälle zu sammeln. Was wir auch geschafft haben. Okay, das war das erste Level, dann wollen wir mal zum zweiten. Es heißt Kleine Schlucht. Einfacher als es aussieht. Und ich finde auch die Musiktracks sind einfach so geil. Dieses Spiel hat so viel Charme und Charakter.
Und ab und zu sehen wir so kleine Schilder in den Levels. Jenseits einer kleinen Schlucht erschien ein weiteres mysteriöses Rohr am Himmel. Seine Öffnung sieht warm und einladend aus. Die Gubelle fragten sich wohl, wohin es führte. Der Schildermaler. Der Schildermaler wird uns immer wieder auf unseren Abenteuer durch die World of Goo begleiten. So, dann können wir gleich wieder mal nachgucken. Mindestens 16 Bälle sammeln für das obsessive Vervollständigungskriterium. Na gut, aber auf die Kriterien jetzt hier für diese Achievement-artigen Dinger will ich jetzt nicht zu stark eingehen. Denn sonst könnten die unter Umständen extrem viel Zeit kosten. Und vielleicht machen wir das auch mal in einem Livestream, wenn sich die ganze Geschichte gerade praktisch ergibt. Ja, Livestream oder ehrlich gesagt mal schauen. Wenn wir World of Goo schnell durchpacken, dann könnten wir natürlich auch liebend gerne noch im Anschluss die OCD-Flags sammeln. Hier zum Beispiel habe ich einen Ball zu viel verwendet. Nein! Gut, egal. Ich frage mich, wie das schmecken würde. Okay, continue. Alles runterspülen. Wenn man dieses OCD gepackt hat, kriegt man so eine kleine Fahne. Dadurch kann man schnell erkennen, ob man das spezielle Achievement in jedem Level schon geschafft hat. Nächste Mission, durchhängen. Schlafendes Goo aufwecken. Albino-Goo-Bälle, yay! Oh, etwas vom Schildermaler. Diese Höhle sieht aus, als ob sie seit Jahrtausenden nicht mehr betreten wurde. Bis jetzt. Als das Rohr oben durch die Decke brach, hat das Sonnenlicht wohl diese seltenen Albino-Goo-Bälle geblendet. Sie merkten gar nicht, dass es zu schneien begann. Vielleicht wachen sie auf, wenn sie auf etwas springen können. Der Schildermaler. Ja, anfangs werden uns noch die ganzen verschiedenen Goo-Arten vorgestellt. Das ist so geil, wenn man so einen Goo-Ball fallen lässt. Ups, jetzt habe ich ihn aufgehängt. Na gut, egal mit dem Herumgespiele. Ihr wollt ja schließlich das Spiel sehen. Hier gab es auch einen Trick. Man müsste gar nicht so weit nach unten bauen. Man konnte auch so die Dinger hier nehmen und so volles Rohr... Hoppala. Volles Rohr so nach unten schleudern irgendwie. Fupp. Genau. Und dann dopsen die so auf. Fupp. Und man kann sie quasi... Hoppala. Nach oben schleudern dadurch. Nein! Ach okay, die können zum... Das ist schon mal gut zu wissen. Sie können nicht aus der Karte rausfallen. Nein! Ja gut, gut, dass wir keine OCDs machen. Das war jetzt auch unnötig. Meine kleinen Freunde, kommt, heftet euch fest an dieses Konstrukt, was ich aus den Leichen eurer Freunde gemacht habe. Ha! So, gleich bauen wir nach oben, keine Sorge. Ich zock gerade nur etwas im Fenster und dann verrutscht die Maus immer ein bisschen. So, was will ich noch? Ich will den da nach oben, die hier, die paar Schlafenden noch nach oben. Egal. Dann bauen wir das einfach zu. Na komm schon, fast, die zwei noch. Die müssen wir noch irgendwie ein Stück nach unten bowlen können. Irgendwie so, von hier aus. Hopp. Jawohl, geht doch. OCD wird das natürlich trotzdem nicht geben, da man... Dazu darf man kaum was verschwenden, um da nach unten zu kommen. Nein! Komm schon! Das ist einfach so geil. Yuppie! Yuppie! Take the money! Was auch immer sie sagen, ich habe keine Ahnung. Aber es ist zu geil. Nein! Es ist nicht hoch genug. Ja, man sollte nicht zu geizig sein. Sonst klappt das nicht ganz.
Also die Level normal zu schaffen, sollte eigentlich nie ein großartiges Problem darstellen. Moment, scroll nach unten. Okay, da unten gibt's nichts mehr. Und continue. Ich frage mich echt, was das OCD in dem Level war. Bestimmt irgendwie so 20 Goo-Balls collecten oder etwas in der Richtung. Die Erde bebt. Wow! Was ist das? Es ist ein gigantischer Dildo. Also ganz im Ernst, das Ding sah echt wie ein Dildo aus. Ja, wenn wir dann schon mal da sind. Was ich euch zeigen könnte, was wir jetzt gerade eben freigeschaltet haben. Und zwar im Hauptmenü haben wir das jetzt freigeschaltet. World of Goo Corporation. Und zwar, wenn ihr hier reingeht, das ist so etwas wie ein kleines Extra-Level. Hat nichts mit der Kampagne zu tun. Sondern ihr kriegt einfach eine bestimmte Anzahl an Goo-Bällen. Und ich glaube... Nein, okay, links und rechts gibt es nichts zusätzlich. Jedenfalls könnt ihr hier, das ist quasi ein beliebiger Baumodus und das Ziel ist natürlich, so hoch wie möglich zu kommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht, Moment. Ich weiß nicht, ob man noch zusätzliche Bälle kriegt nach einer Weile. Wenn du Level beendest, werden die gesammelten Extra-Goo-Bälle hierher geschickt. Ah, okay, nett sie wieder zu sehen. Obwohl sie anscheinend ihr Wesen verloren haben. Das muss der nagelneue Campus 2.0 der World of Goo Corporation sein. Es heißt, dass die Mitarbeiter umsonst Cornflakes bekommen und mit Rollern zu Konferenzen fahren. Die Manager der World of Goo Corporation sagen, dass sich dieser Bereich in alle Richtungen unendlich weit erstreckt. Und wenn man genau hinsieht, erkennt man auch andere Leute, die weit weg Türme bauen. Komisch, alle bauen nur nach oben. Was ist denn da oben? Eine Art Metaspiel? Bis bald, der Schildermaler. Ja, ihr könnt auch hier connecten dann und die Highscores anderer Spieler sehen und wie man hier schon so ein bisschen andeutungsweise sehen kann. Wenn ihr dann immer höher und immer höher, immer höher baut, dann kommt ihr irgendwann auch in die Wolken und so weiter. Und dann werden in so schmalen Wolken die Namen der Leute gekennzeichnet, die es auch so hoch geschafft haben. Ab einer bestimmten Höhe dann irgendwann. Und hier werdet ihr, habt ihr ja gerade eben gelesen, alle Goo-Bälle wiederfinden, die ihr in der Kampagne gesammelt habt, also abgesaugt habt durch das Rohr. Das heißt, wenn ihr hier überall die OCD-Flags sammelt, dann könnt ihr die maximale Anzahl an Goo-Bällen erreichen, um dieses Hochbauen möglichst effizient zu gestalten.